So, ich muss sagen, ich bin jetzt echt hyped, Leute. Macht da jetzt wirklich hier die Nuklear fit. Mal gucken. Orbi weg, das ist ganz belastet. Wird. Oh mein Gott, das ist ein RIP. Ja, was so los, ja Leute, hier ist wieder der Benny Unterhaubner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video und heute haben wir wieder mal etwas, was wir seit langer Zeit nicht mehr hatten. Wir gucken uns heute den besten Spieler an und ja, Hobner hat einen netten Kandidaten rausgesucht auf Platz Nummer 10, Braxby. Und ja, Hobner, was kann man zu dem sagen? Warum ist der so besonders interessant? Also, man muss ja auch dazu sagen, wir sehen ja hier die Leaderboards und oben sind ein paar andere Spieler. Ja. Nummer 3, Leute, ist ein Hacker. Lil Peep ist wahrscheinlich auch ein Hacker und der erste hat relativ wenig Punkte pro Minute im Durchschnitt, haben wir geguckt. Und der Kollege hier ist der Braxby oder wie auch immer, ist Level 608 und hat insgesamt schon 1650 Spiele, wenn nicht mehr, gespielt und hat da immer durchschnittlich eine KD von 6,3 gerissen, eine Win-Loss von 20 und Punkte pro Minute von fast 750. Also das sind Stats, die richtig reinballern, auf so eine lange Zeit gesehen. Ja, scheiße. Also der hat so hart lange gesuchtet und, wie es Hauptmann gerade gesagt hat, bei so vielen Spielen immer so gut abgeschnitten. Also das muss eigentlich ein Spieler sein, der die ganze Zeit immer rasiert und da muss eigentlich bei jeder Runde krass rausgehen und auch ein 20er Sieg Niederlag Verhältnis, der gewinnt eigentlich auch jede Runde. Und ja, wir gucken mal rein, was er so noch alles am Start hat. Man sieht es auch, er hat 9 Tage schon gesuchtet. Er spielt auf jeden Fall gern die Vesper. 20.000 Abschüsse damit, 21er Prezi, 4er KD, dann ein richtiger Abfuckermann mit P06. Also auch fast 20.000 Kills, ey. Ja, holy shit. Dann kommt schon die Manowar mit 5.700. Das ist ja quasi nix. Die Kuda und er zockt quasi 4 Waffen, Mann. Guck mal an! Der hat nicht mal Dark Matter gespielt, hat den gar nicht gejuckt. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Der hat einfach teilweise Waffen, hat er quasi gar nicht gezockt. Warte, wir gucken mal. Da gibt es echt Waffen. Der hat die Brecki. Wie kann man die Brecki nicht einmal gespielt haben? Was ist denn los bei dem? Das check ich echt nicht. Der hat die nicht mal aufgehoben von einem Gegner oder so. Hat nicht gejuckt. DPSR 50 hat ihn auch gar nicht gejuckt. Gedingo hat er nicht mal angegriffen. Er zockt einfach 2 Waffen, das juckt ihn gar nicht. Holy shit, Gorgon, das sind eigentlich alles kranke Waffen in Black Ops 3 gewesen und die hat er alle nicht mal. Das ist ja krank, Mann. Hat er einfach nicht gezockt, obwohl er sich sogar gezogen hat, glaube ich, oder? Oder habe ich den nicht? Check ich gerade nicht. Egal, auf jeden Fall. Gucken wir weiter. Spezialisten hat er gerne. Reiniger gezockt. Schurke, finde ich cool. Schwarzmarkt-Typ war immer ein richtig geiler Typ auf jeden Fall. Dann Ripper noch und ja, zockt halt auch nur 3 Spezialisten, kann man sagen. Läuft Beam auf jeden Fall. Ja, C4 hat auch nur 10-mal eingesetzt. Ey, holy shit, in 9 Tagen Spielzeit, da hat er nichts verwendet. Und Punkteserien, Hater, Drohne, Geist, Raps, Konterdrohne, okay. Mutterschiff ein paar Mal, aber... Ja, Mutterschiffe. 26... Warte, guck mal beim Mutterschiff. Hater. Mutterschiff, 12. Da macht er 12 Kills pro Mutterschiff. Also, ist ja richtig gut eigentlich. Wie er das eingesetzt hat, da war das Ding auf jeden Fall noch ziemlich stark. Und da waren die Gegner wahrscheinlich auch alle so behindert, dass sie nicht rausgekühlt sind. Aber ohne Scheiß. Achso, nee, der hat nicht 26.000 Mal eingesetzt. Schreck mich. Nee, den Hater hat aber 26.000 Mal benutzt. Das ist richtig krass. Nee, halt. Hat er auch nicht. Doch, steht doch, oder? 3.500 Mal. Das sind die Assists, die er gemacht hat. Ah, okay, jetzt. Ja, stimmt, okay. Auf jeden Fall das richtig krass. Spielmodi zockt er viel Herrschaft. Capture the Flag. Sprengkommando, okay, aber hauptsächlich Herrschaft. Und da schwitzt auf jeden Fall ordentlich rein. Ich guck mal kurz, wie bekommt er denn... Achso, okay, ja, okay. Ab 6er KD auf jeden Fall auch in Herrschaft am Start. Das ist nicht schlecht. Und da hat auch eine 22% Sieg-Niederlag-Verhältnis. Leute, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den Kinomodus und suchen uns eine knackige Runde von ihm raus. Und ja, mal gucken, wie gut der Typ wirklich ist. So, Leute, wir sind jetzt hier in der Runde. Er hat die Kuda am Start mit einer geilen Tarnung auf jeden Fall. Und Geist... Orbi und EMP sogar dabei. Keine Konterdrohne dieses Mal. Also er will die Gegner anscheinend gut abpacken. Und wir sind auch in Herrschaft und nicht in TDM, weil da sehen wir, glaube ich, den Skill am meisten. TDM sind meistens ganz kurze Runden immer nur. Und ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, zockt hier du mit diesem El Kaiser, weil wir haben schon in ein, zwei andere Runden reingeguckt und da habe ich den, glaube ich, schon mal am Start gesehen, den Kollegen. Der hier. Name sagt mir sogar was. Ich glaube mir aber nicht mehr sicher. Wir haben auch früher schon mal gegen den gesucht und ich... Ich glaube, den habe ich schon irgendwo mal in der Lobby gesehen. Auf jeden Fall sind das ordentliche Schwitzer und das sieht man jetzt auch hier gut. Und ja, aber ich glaube, wir haben auch eine schöne Noob-Lobby bekommen. Ich finde es auf jeden Fall echt, wie es Hauptner gerade gesagt hat, auch interessant, dass er nicht mal hier Drohne, Konterdrohne oder so zockt, weil
eigentlich ist das schon schwierig, dieses Setup, was er hier am Start hat. Man muss, glaube ich, mal 1400 Punkte oder so machen, bis man den Geist hat. Und dann bekommt man das Orbi und dann das EMP, was richtig abfuckt. Aber guck mal, er hat es ganz easy schnell gegönnt. Ja, ich weißt du, was ich interessant finde? Ob er dann wirklich irgendwie jetzt so richtig krasse Plays raushaut, weil er hat ja immerhin eine 6,3er KD. Hat er die jetzt nur erspielt, weil er richtig auf Premade ist mit 6er Lobbys oder weil er einfach so ein krasses Aim hat? Wir haben uns früher schon mal richtig gute Spieler angeguckt und da gab es halt welche, die haben wirklich alles getroffen und da hat man gemerkt, dass die richtig, richtig gut sind, viel besseres Aim haben als wir zum Beispiel. Aber bis jetzt hat mich der Kollege jetzt noch nicht so von den Socken gehauen, wo ich sagen muss, ja, der hat jetzt überkrasses Aim, viel besser. Absolut, Mann. Das ist ganz normal bis jetzt. Sehe ich auch nur Standard-Gameplay. Ich finde es auch komplett interessant, er zockt Aktiv-Tarnung. Ich habe noch keinen Schwitzer gesehen, der Aktiv-Tarnung zockt. Warum? Hä? Also, das Feature finde ich ja echt mies. Aber ich vermute mal, die haben einfach echt eine komplette Noob-Lobby erwischt. Ich meine, guck mal die Stats von den Gegnern an. 2-6, 1-9, 1-3. Und der Geist, absolute Traumlobby, wird einfach hier absolut reingehen. Okay, jetzt hol ich hier mal 3 Kills weg. Ist mitten im Gegner-Spawn, man sieht es oben auf der Minimap. Aber die checken ja gar nichts. Gnadenlos hat er am Start. Ey, vielleicht macht er auch eine Nuklear. Mal abwarten. Ja, nice. Aber ja, auf jeden Fall. Bis jetzt spielt er ganz stabil, aber noch nichts krasses. Keine krassen Plays, kein krasses Aim. Jetzt hat er gerade mal aktiv. Ey. Aber man sieht doch, wie useless Aktivtarnung ist. Weil das halt sofort weggeht, wenn man geschossen hat. Damals hätte ich mir so gedacht, ja gut, Aktivtarnung setzt man ein, dass man die ganze Zeit unsichtbar. Und im Endeffekt ist man nur so halb transparent. Man sieht den Gegner eigentlich, wenn man aufpasst. Und nach dem ersten Schuss ist es wieder weg. Also die hätten ein paar Spezialisten in Black Ops 3 durchaus ein bisschen besser machen können. Da gibt es halt Spam. Sagen wir mal, ja, Aktivtarnung kannst du zwar oft einsetzen, aber im Grunde nach dem ersten Shot ist schon wieder useless. Wenn du jetzt Annihilator dabei hast, Reiniger oder sonst was im Vergleich, richtig stark. Und die haben eigentlich, ich glaube, die ganze Zeit nie an den Spezialisten rumgewerkt und gebalanced, während das Game rausgekommen ist, oder? Ja, es gab nur vor Release Wiederbeben, ich weiß gerade nicht, wie das stimmt, heißt. Stimmt, ja, das genau. Wurde. Das war in der Beta so OP, aber das wurde ja dann eigentlich schon mit Release gefixt und so haben die dann später nichts mehr gebalanced. Ich bin ja gespannt, wenn die Spezialisten in Black Ops 4 mal ein bisschen gebalanced werden, weil die sind im Vergleich zu Black Ops 3 einfach alle viel zu stark. Mhm. Und keine Ahnung, da fand ich die in Black Ops 3 besser, aber wie es Hauptner gerade gesagt hat, man hat irgendwie gefühlt so 3-4 Spezialisten gezockt, die man halt zocken konnte und der Rest wie Aktivtarnung oder Sichtimpuls, die waren ziemlich am Mist. Okay, erste Halbzeit, man muss 24 zu 0. Black Ops 4. Muss man ja auch sagen, Annihilator ist dort um Weiten nochmal viel besser wie in Black Ops 3, weil in Black Ops 4 springen die Leute nicht rum und da kann halt wirklich jeder Shot einfach mal connecten. Und ja, in Black Ops 3 haben die Leute auch nicht so viel geschluckt, das heißt, in Black Ops 4 schlucken die mehr und sind aber dann trotzdem One-Shot mit Annihilator. Das heißt, ich mache das Ganze nochmal ein bisschen besser und da ist schon sein unnachgiebig. Und deswegen ist in Black Ops 4 halt der Annihilator nochmal auf. Vieles besser und vieles krasser. Also es sind so Sachen, keine Ahnung, gehört schon ein bisschen gebalanced. So, ich muss sagen, ich bin jetzt echt hyped, Leute. Macht da jetzt wirklich hier die Nuklear fit. Mal gucken. Orbi weg, das ist ganz belastet. Oh mein Gott, das ist ein RIP. Oder? Nee. Macht er geht das? Spawn sogar. Oh! Er geht down. Ah ja, hätte sich verdient, die Nuklear. Hat stabil gezockt. Ich meine, die Gegner, absoluter Müll. Der eine sitzt einfach hinten im Spawn beim Stein und wartet, bis er rausgeht und klatscht ihn einfach weg. Aber das tut natürlich wie. Ey, guck mal in die Stats. Da steht Markus 23, 5 zu 3 stand er gerade und er hat einfach Grabs und Blitzschlag und alles. Ja, moin. Also der hat nur Flaggen eingenommen. Oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, guck dir mal die Gegnerlobby an. 3 zu 17, 3 zu 24, 1 zu 14, 2 zu 10, 4 zu 11, 1 zu 12. Ey. Da muss ich aber los. Also da macht ja jeder Bob. 50 Kills, sag ich mal. Ja. Ey, Mann, also vielleicht suchen die beiden hier einfach 2 Minuten oder 20 Minuten nach einer Traumlobby oder länger, weiß ich nicht. Ja, Aktivsahnung wieder gut eingesetzt, muss man sagen. Aua. Er hat's eingesetzt, direkt einen Shot abgegeben, weg war's wieder. Ja, ist echt wirklich useless. Ah, er hat's dabei, hast du's gerade gesehen? Die Challenge hat er freigeschaltet, er geht auf die goldenen Spezialisten. Was, ernsthaft? Ja! Deshalb könnte es natürlich sein, dass er hier die Dings zockt. Die Aktivtarnung. Nur wegen der. Ja.
Ah ja, okay, macht natürlich Sinn. Deswegen hat er es eingesetzt und es war dann direkt wieder weg, weil er die Challenge macht. Ja klar, okay, ja dann. Ich glaube, sonst würde es nicht spielen. Vielleicht geht er ja auch auf die Dark-Matter-Tarnungen jetzt mittlerweile schon. Kann auch sein, ja. Aber ja, okay, gut, dann muss er jetzt noch bei den Waffen muss er viel aufholen. Ja, da muss er echt viel aufholen. Also, ja, Moment, der Kollege hat mich gesehen. Jumpt erstmal direkt runter, läuft bei ihm. Oh Mann. Aber ich muss sagen, Leute, könnt ihr mal gerne eure Meinung zu dem Spieler in die Kommentare reinschreiben. Ich finde jetzt nicht, dass er der beste Spieler ist. Ich meine, von den Stats her hat er klar hervorgestochen von den anderen. Aber, keine Ahnung, normales Aim, normales Movement. Ja. Aber ich keine Ahnung, wie er das macht, dass er so eine keine Klasse Ahnung, hat. Also, ich habe mich wirklich gewundert, wir haben ein paar andere Spiele auch durchgeguckt und da waren die KDs jetzt nicht so krass und ich habe mir dann so gedacht, wie schafft der Kollege eine 6,3er KD? Ich meine, wir haben richtig lange gezockt und hatten da wirklich flawless Runden und alles am Start, aber hatten dann im Endeffekt auch nur eine 3er KD, glaube ich, oder eine 4er KD, irgendwie sowas. Und keine Ahnung, eine 6er KD und ist halt dann doch mal ein anderes Kaliber wie eine 4er KD und dann ist aber dann auch nicht so vom Gameplay mehr zu sehen wie bei unseren Sachen damals. Noch also dazu, man kann ihm ja auch nicht unterstellen, dass er quittet, weil er hat ja eine 20er Sieg Niederlagverhältnis. Genau. Also der zockt jede Runde und keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob das in Black Ops 3 so war, wenn man gequittet ist, haben nur die Tode dazu gezählt. Kann das sein? Ja, ich glaube schon, ja, das kann sein. Vielleicht ist das sein Geheimnis, weil er nie quittet und alles zu Ende spielt. Hält er seine KD oben? Könnte natürlich sein, weil bei uns war es so, weil, ja, gut, kennt jeder, Leute, wenn man in der Abfahrtlobby drinnen ist, dann quittet man mal gerne raus. Auf jeden Fall, die zwei Premates 51 zu 2 und 41 zu 2, krass abgegangen, leider keine Nuklear erreicht, aber stabiler Spieler, nicht der Beste, würde ich mal behaupten. Und ja, ich würde sagen, das war's, wir hoffen, euch hat das Video mal wieder gefallen. Schreibt eure Meinung zum Spieler rein und haut rein, bis übermorgen, ciao. Ciao.